Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online bei den Zuschauerleveln. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir sind wieder bei den Leveln von King Tony. Er hat mich gefragt, ob ich nicht noch ein paar andere Level von ihm spielen kann. Und ich würde sagen, wir machen das einfach. Ich setze den erstmal hier oben als Favorit mit dazu, damit ich die Level finde. Und sein letztes Level, was er gebaut hat, ist ein Puzzle-Troll-Level. Ich kann ja nicht versprechen, dass ich die Level durchspiele, ne? Ich bin nicht so der Drolli-Fan und wir gucken einfach mal. Einer hat es bis jetzt gerade mal geschafft in 3 Minuten und 12. Das ist schon ziemlich lang. Naja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal und mal sehen, wie ich mich anstelle. Also ich denke mal, ich werde fehlen ohne Ende. Wer das Level kennt, der weiß. Und vor allen Dingen 3 Minuten, ne? Okay, hier gibt es definitiv erstmal tja, das war schon verkehrt, so ich das sehe. Hier komme ich auch nicht mehr durch. Okay. Das war schon verkehrt. Ich muss irgendwie an den Powerblock da kommen, denke ich mal. Ohne, dass ich die... Oder ich muss hier unten rein? Nee. Da sterbe ich. Ah, ich hab eine andere Idee. Ich sehe schon. Ich muss das Trampolin hier reinschmeißen. Wahrscheinlich. So, dann geht das da nach oben. Und dann komme ich auch an den Powerblock dran. So. Und da komme ich zumindest hier oben erstmal durch. Okay. Und was ist da? Okay. Das sieht schlecht aus, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Ja, wir arbeiten uns so ein bisschen langsam vor, ne? So, das ist ja erstmal alles schon scheinbar okay. Jetzt verliere ich wieder meinen Pilz. Dann kommt hier oben irgend so ein hässlicher Dings raus. Aber dann komme ich auch nicht hier durch mehr. Das ist natürlich sehr schlecht. Ich muss irgendwie in die Tür rein. Da kommen Fische raus. Ich muss hier durch. Ich muss den P-Switch vorher irgendwie treffen. Aber die Kanonenkugel fällt ja... Oder das Kanonending fällt ja so schnell dort runter. Boah, also da muss man... Also nach den Dingern... Also da hätte man auf jeden Fall einen Checkpoint einbauen können. So, das ist ja alles noch okay hier. Das kriege ich ja noch hin. Jetzt muss ich gucken. Aha, Momentchen. So, und jetzt komme ich hier rein. Okay, gut. Und hier ist ein Checkpoint. Das ist cool. Checkpoint ist cool. Es gibt sogar einen Pilz. Jetzt komme ich auch nicht weiter. Na toll. Das war doch voll der Troll. Ich glaube, man braucht den Pilz gar nicht hier, oder? Ansonsten kommt man ja hier nicht weiter, aber dann stirbt man. Da ist ein Powerblock und eine Sprungfeder. Aber ich muss ja eigentlich groß werden. Ich brauche auch beides. Ich würde ja jetzt sagen, theoretisch gesehen, den Powerblock. Ah, das klappt aber nicht so. An den Pilz komme ich auch nicht ran. Jetzt werde ich zerquetscht wahrscheinlich, ne? Oder ich muss hier einfach warten.
Okay, jetzt bin ich doch groß. Dann könnte ich mir... Ich probiere mal den Powerblock zu nehmen. Aber ich würde fast behaupten, dass das verkehrt ist. Weil ich komme ja da unten nicht rein und die Sprungfeder kann ich mir auch nicht schnappen, ne? Und ich komme ja hier nicht zurück. Nee. Ich brauche hier auf jeden Fall das Trampolin. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also ich muss definitiv da in die Tür rein. Und wenn ich den Powerblock benutze, dann töte ich ja damit auch... Okay. Okay, jetzt einfach mal ganz schnell dort reingehen. Jetzt brauche ich auch noch einen Schlüssel. Na, großartig. Hier ist aber irgendwo was verkehrt, denke ich mal. Aber dann, das kann eigentlich auch nur ein Troll sein hier. Sag ich doch, das ist auch nur ein Troll. Da muss ich die Bombe rechts hinlegen und nicht dort links, weil der Schlüssel, das war die einfachste Variante, da durchzukommen. Okay, gut. Jetzt muss ich natürlich das Ding da nochmal schaffen. Ich bleibe hier aber definitiv nicht groß, denke ich mal. Aber die Version mit dem Trampolin... Die war eigentlich schon doch... War doch eigentlich schon ganz gut. Jetzt werde ich hier zwar klein, aber das ist okay. Damit kann ich ja leben. Das passt schon. Und die Bombe, die muss irgendwo hier hinten hin, ne? Das ist cool. Aber jetzt? Komme ich ja auch nicht weiter hier. Den Schlüssel kriege ich nicht mehr. Den Schlüssel kriege ich nicht mehr weg. Aber wie gesagt, das ist ja verkehrt hier. Aber ein versteckter Block hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Hier ist auch kein versteckter Block, dass ich da drüber komme. Ich kriege ja den... An den Schlüssel komme ich nicht ran und hier komme ich nicht rein. Und ich kann auch nicht hier runter, weil dann sterbe ich, garantiert. Aber wie soll ich denn den Schlüssel einsammeln? Das nützt mir auch nicht, wenn ich den mit der Bombe da einsammle. Schwierige Sache. Ich bin eigentlich schon relativ weit gekommen hier, muss ich sagen. Also dafür, dass es ein Trolling-Level ist. Hat das eigentlich schon ganz gut geklappt. So, da rein, da rein, da rein. Das ist alles okay. Aber hier bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was ich hier machen muss. Das mit der Bombe hier, das verstehe ich. Aber ich würde ja jetzt an den Schlüssel gehen. So, hier komme ich nicht weiter. Vielleicht ist hier irgendwo was hier versteckt. Aber hier komme ich auch nicht... Ne, hier komme ich auch nicht rüber. Hm.
Also hier bin ich dann... Da ist ein... Das nützt mir auch nichts hier. Und selbst hier... Hier nach oben komme ich nicht. Dass ich sage, da ist ein versteckter Block oder so. Aber wie gesagt, wenn ich da reingehe, ich komme mir auch nicht anders an den Schlüssel ran. Selbst wenn ich jetzt hier runtergehe, passiert ja auch nichts. Da oben. Ich muss erstmal irgendwo einen Weg finden hier, dass ich sage, hier kann ich weitergehen. Ich komme wohl nicht mehr zurück. Und dort oben komme ich auch nicht weiter, weil dort sind ja... Also ich muss irgendwie mit... Irgendwas muss ich mit dem Schlüssel hier machen. Aber ich, wenn sobald ich hier reinspringe, bin ich tot. Aber die Bombe dort reinschmeißen bringt ja auch nichts. Ich bin echt überfragt hier. Und wie gesagt, zurück geht nicht und da rein geht auch nicht. Vielleicht ist hier irgendwo ein versteckter Block noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Vielleicht muss ich aber auch das Trampolin mitnehmen. Aber kann ich mit dem Trampolin eigentlich spinnen? Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Das probiere ich jetzt nochmal. Also ich sage, ich brauche hier das Trampolin, um irgendwo nach oben zu kommen. Aber mit Trampolin kann ich nicht spinnen. Okay. Jetzt habe ich zumindest das Trampolin. Aber was nützt mir das Trampolin hier? Das Trampolin nützt mir überhaupt nicht. Das habe ich also noch so beschissen hingestellt, dass ich hier nicht mehr durchkomme. Ach Mann. Ich denke mal, das war... Das kann ich mich nicht mal töten lassen. Ich komme nämlich nicht mehr hier rein. Ach nee, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Mann, das ist... Ach, Kacke. Jetzt habe ich mir natürlich alles verbaut hier. Wie war denn das jetzt an der Stelle hier? Okay, Moment. Das war so hier, ne? Vielleicht muss ich den Schalter ja gar nicht betätigen. Den brauche ich ja theoretisch gesehen nicht, oder? Ob das auch nur Troll ist? Das auch nur Troll ist, das... Ah, dann komme ich auch nicht weiter. Aber jetzt bin ich schon wieder hier. Ach ja... Hier oben rein komme ich nicht. Aber darüber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Da
geht's ja auch nicht weiter. Aber ich muss irgendwas... Ich vermute mal ganz stark, dass ich hier irgendwas mit dem Trampolin machen muss. Vielleicht muss ich das da reinschmeißen. Aber dann sammle ich ja auch nichts ein, ne? Dann sammle ich aber auch den Schlüssel nicht ein, oder? Scheiße. Ich bin hier irgendwie gerade ein bisschen überfragt. Also mit dem Trampolin hat es mit Sicherheit irgendwas auf sich. Das Problem ist, ich habe ja schon gesehen in den Raum, in den ich da gekommen bin. Aber den P-Switch kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Dass ich den mitten, also den Powerblock, ich brauche ja den Damage, sonst komme ich nicht in die Tür rein. Aber hier drüben kann ich auch nichts machen. Dass ich sage, ich schmeiß die Bombe hier drüben rein. Oh nee! Das hat die nicht mal alles kaputt gemacht. Och Mann, Also ich habe echt keine... Ich habe echt keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Ich bin echt überfragt, tut mir leid. Der Ansatz ist wahrscheinlich richtig. Aber die Ausführung, da scheitert es irgendwo noch ein bisschen. Denke ich mal. So. Das ist alles noch okay hier. Ich muss jetzt schauen, dass ich die Bombe irgendwie da hinten hinkriege. Okay. Ich darf die nur nicht nach oben werfen. So, jetzt komme ich da durch. Das nützt mir aber, glaube ich, nicht wirklich was. Selbst wenn ich jetzt das Trampolin hinstelle. Selbst hier oben drauf. Da ist eine Tür. Da ist ein Checkpoint. Ich muss auf jeden Fall... Okay. Aber wie komme ich hier weiter? Beziehungsweise, wie komme ich an den Schlüssel ran? Selbst wenn ich jetzt das Trampolin hier hinstelle, komme ich ja nicht wieder zurück in die Tür, ne? Weil der springt. Ich bin echt überfragt hier, wie ich hier weiterkommen soll. Also ich muss an den Schlüssel kommen. Aber mit der Bombe...
klappt das auch nicht. Hier ist auch nirgendwo ein Hinweis oder irgendwas. Puzzle-Troll-Level. Wie gesagt. Hier ist auch nirgendwo ein versteckter Schlüssel oder irgendwas. Jetzt komme ich nicht mehr rein, jetzt kann ich mich wieder nicht töten lassen. Ja, jetzt hat man noch 100 Sekunden Zeit, ist okay. Ich muss aber in die Tür rein. Ich habe mich schon da selbst einen Weg zur Bautür. Ich kann jetzt eigentlich nur die Zeit ablaufen lassen, dass ich beim Checkpoint weitermachen kann. Tja, ich stehe hier ein bisschen auf dem Schlauch, Kollege. Ist wahrscheinlich ein cooles Level. Die Bombe. Ich muss. Ich muss irgendwie an diesen verdammten Schlüssel rankommen. Aber wenn ich die Bombe da hinlege. Ja, ich bin mir gerade total unsicher, wie das hier geht. Aber das mit dem Trampolin, das habe ich mir jetzt wieder selbst. Also wenn ich den Schlüssel aktiviere, kommt dort oben ein Checkpoint. Dann kann ich dort oben weitermachen. Das ist klar. Naja, 15 Sekunden, die können wir noch warten. Ich habe eh keine Chance hier. Kann jetzt noch ein bisschen schauen, ob ich vielleicht hier irgendwo was finde. Aber jetzt, wenn ich die Bombe da unten hinlege an die Tür, hat das ja mit dem Schlüssel nichts zu tun. Dann kriege ich das ja auch noch nicht. Das ist ja nicht so einfach, muss ich sagen. Das ist nicht so einfach. Aber den Powerblock kann ich nicht mitnehmen. Ich brauche die Sprungfeder. Aber ich kann die auch nicht darüber, weil dort oben komme ich auch nicht rein. Hier ist auch nichts. Wie gesagt, ich kann auch die Bombe ja nicht hier unten hinlegen. Und vor allen Dingen, man hat auch nur eine Bombe. Das hat überhaupt nichts gebracht hier. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich muss irgendwie an diesen verdammten Schlüssel rankommen. Aber wie komme ich daran? Hier ist auch nichts. Das ist der höchste Punkt hier, wo ich sage, da gibt es vielleicht irgendwas. Okay, weg. ich kann mich töten. Ich kann dieses Ding wegsprengen. Aber sobald ich da reingehe, sterbe ich ja, weil da dieser Block mit dieser hässlichen Flamme ist. Und den kann ich auch irgendwie nicht anders auslösen, selbst wenn ich die Sprungfeder dort reinschmeiße. Die schmeißt mir ja den. Ach shit. Jetzt
Selbst die Sprungfeder nützt mir nicht, weil die bounzt mir ja den Schlüssel nicht nach oben. Tja, schade, dass ich das Level nicht schon mal irgendwo gesehen habe, dass ich weiß. Bing, bing. Es ist halt alles. Aber vielleicht denke ich auch einfach zu kompliziert und muss ja gar nichts mit der machen. Aber ich kann auch mir nicht vorstellen. Ich kann die hier auch nicht reinpacken. Das nützt mir auch alles nichts. Und selbst wenn ich hier groß bin, komme ich da nicht mehr raus, weil da die Flamme mich einfach nur tötet. Ich habe keine Idee. Ich denk wahrscheinlich zu kompliziert. Oder ich bin zu doof, das Level. Du kriegst auf jeden Fall ein Herz für das Level, aber ich werde es nicht abschließen können. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. Also, das ist ja alles gut hier. Aber weiter, boah. Wie gesagt, ich komme auch nicht zurück. Und ich habe keine Ahnung, selbst die Bombe, wenn ich die hier hochlege. Das bringt mir irgendwie überhaupt nichts. Es ist auch nur ein Versuch, den ich hier habe. Wie gesagt, selbst wenn ich jetzt das Trampolin hier mitnehme. Gibt es hier nirgendwo einen versteckten Block oder so, wo ich den Schlüssel rauskriege? Da komme ich nicht hin. Das wäre jetzt noch gut gewesen, wenn hier oben der Schlüssel versteckt wäre, dass man das so machen muss. Aber das Livebush spielt Rocket League, okay. Das geht auch nicht. Ich hätte ja gedacht, vielleicht hier noch irgendwo, dass man das hier drauf legen muss. Ah, da ist auch nichts. Tja, wenn hier irgendwo eine Anzeige wäre, wo hier ein versteckter Block ist oder irgend sowas. Bei der Tür. Ah, da würde ich auch von hier hinkommen, ne? Da komme ich auch nicht rein. Das heißt, ich kriege nur noch 100 Sekunden Zeit und verkacke schon wieder. Also du kriegst auf jeden Fall erstmal ein Toll, aber ich werde das Level nicht abschließen können. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich hier weiterkommen muss.
Und wenn ich das... Aber selbst hier habe ich keine Ahnung. Das kann ich mich nicht mal mehr töten, außer dass die Zeit abläuft. Und ich brauche den Schlüssel. Wie gesagt, wenn ich da reinspringe und ich bräuchte 2 Bomben. Aber selbst mit der Bombe kann ich den Schlüssel nicht holen und da komme ich nicht zurück. Selbst, was wird mir das nützen, wenn ich da zurückkomme? Da kann ich auch nicht in die Tür reingehen. Nee. Also ich habe echt keine Ahnung hier. Ich bin echt überfragt. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte das Level gerne abgeschlossen, aber ich komme hier einfach nicht weiter. Weil ich keine Ahnung habe, was man hier machen muss. Wie gesagt, dort drüben rein, also hier irgendwo einen versteckten Block. Ich denke mal, das ist verkehrt. Ich vermute mal, man muss die Bombe hier hinlegen. Das ist zwar der einfachste Weg, aber vielleicht muss man die auch nicht auslösen, die Bombe. Und dass die hier irgendwie hier nach oben fliegen muss oder so. Dass da oben irgendwas ist, was ich kaputt machen muss. Ich habe keine Ahnung, Kollege. Ich weiß es wirklich nicht. Ich werde jetzt nochmal einen Versuch starten und dann ist die Folge vorbei. Und dann bin ich kläglich gescheitert. Gebe ich zu. Vielleicht probiere ich es noch irgendwann mal, wenn du mir einen Tipp gibst, wie ich da weiterkomme. Dann versuche ich es vielleicht nochmal. Aber selbst, sie sagt, wenn ich jetzt hier zurückkommen sollte, nützt mir das ja nichts. Da kann ich nämlich nichts machen. So, aber wie gesagt, das Trampolin mitnehmen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und selbst wenn ich groß bin, kann ich hier nichts machen. Wie gesagt, ich kann so das Trampolin jetzt hier reinschmeißen. Und dann sterbe ich da. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir wirklich leid. Das ist echt... Also die Rätsel sind cool. Aber ich weiß nicht, wie ich da... Gib mir bitte einen Tipp, wenn du das siehst. Schreib mir, wie ich dort an der Stelle weiterkomme. Dann werde ich das Level definitiv nochmal spielen, damit ich das zeigen kann. Also... Aber selbst hier... komme ich nicht weiter, denke ich mal. Und hier ist es schon so gemacht, dass man klein wird. Da kommt man nicht zurück. Das ist alles richtig. So, und wenn ich die Bombe jetzt dahin lege, komme ich nur wieder in den Raum. Wo ich mir überhaupt nicht so richtig sicher bin. Wie gesagt. Selbst hier. Kann ich nichts machen. Das Trampolin löst nichts aus. Das kann ich mich nie mal mehr umbringen, ne? Okay, wir beenden das Level. Du kannst mir gerne schreiben, wie ich das beenden kann, soll. Und wir machen weiter im nächsten Troll-Level. Mal sehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und du, Toni, du sagst mir, wie ich dort an der Stelle weiterkomme. Wäre cool. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.